In Berlin-Kreuzberg steht schon seit Jahrzehnten dieses Auto herum. Schrott? Nein, nein. Die Rostlaube ist vielleicht für viele ein Ärgernis, aber die Nachbarn lieben das Gefährt. Denn es ist mittlerweile fast ein kleines Wahrzeichen für den Kiez geworden. Weil er so charmant und alt und nicht perfekt ist. wie die Kreuzberger auch. Das Gammelauto, wie die Nachbarn es nennen, hat natürlich einen Besitzer. Hans-Lüdecke Rodewald, bis vor kurzem Professor an der Berliner Hochschule für Technik, jetzt in Rente. Er hat den Opel Olympia als Gebrauchtwagen zu Studentenzeiten gekauft. Die Fahrzeugpapiere sind bis heute gültig, trotz Baujahr 1956. Das Auto hätte mit etwas Pflege ein richtig schicker Oldtimer werden können. Aber Rodewald wollte es anders. Die Story geht so, ich habe den 1977 mal verkaufen wollen und habe ihn dafür richtig schön schick gemacht. Aber ich habe ihn nicht für 500 Mark verkauft gekriegt. Wollte keiner haben. Und da dachte ich mir, der ist wertlos. Und seitdem habe ich gesagt, okay, ein wertloses Auto muss man auch nicht mehr waschen. Und dann habe ich ihn seitdem nicht mehr gewaschen. Eine Art Straßenkunstwerk also oder vielleicht eine Machbarkeitsstudie, wie lange so eine Karosserie durchhält. Denn Fakt ist, der PKW hat TÜV. Das Einzige, was turnusmäßig erneuert wurde. Für Rodewald stand immer fest, das Auto muss fahren, auch dann, wenn er es selten benutzt. Benzin braucht er für seine sporadischen Ausflüge nur wenig. Der Umweg zur Tankstelle fällt also schon mal weg. Und besonders schnell ist der Wagen auch nicht mehr. Aber als stylischer Stadtflitzer taugt er doch allemal. Allerdings sollte man sich mit dem historischen Autofahren etwas auskennen. Der erste ist unsynchronisiert. Wenn ich jetzt nicht Zwischengas gebe, macht so. Dann geht gar nicht rein. Kriegt den Gang nicht rein. Ja? Jetzt habe ich ihn dann mit Zwischengas. Trotzdem, auch wenn es fährt und alle Nachbarn das Auto lieben, der Berliner Verwaltung ist die Rostmühle ein Dorn im Auge. Ein Wunder, dass das Gefährt noch nicht in der Schrottpresse gelandet ist, dank dem Besitzer, der für seinen Erhalt kämpft. Na, da gibt es eigentlich drei große Felder, die Polizei, das Ordnungsamt und die Umweltbehörden. Die drei Sachen. Die Polizei hat am Anfang den Versuch, Zwangsstill zu legen, oder hat sie auch gemacht sogar, aber haben verloren, mussten wir sogar Schadensersatz zahlen und wieder anmelden. Dann kam das Ordnungsamt an, hat das als Abfall gesehen und hat mir einen Verstoß gegen das Abfallbeseitigungsgesetz vorgeworfen, dreimal sogar. Aber immer wieder ohne Erfolg, weil der TÜV hat dann attestiert, der Wagen ist fahrfähig. Das letzte war die Umweltzone. Umweltzone, er steht hier in der Umweltzone. Und da hatte ich 14 Verfahren sogar, aber alle gewonnen. Nur das 15. Verfahren, da habe ich dann verloren. Und seitdem habe ich eine Genehmigung, dass ich hier trotzdem wieder stehen und fahren darf. In der Umweltzone. Der Amtsschimmel ist also machtlos, aber Oldtimer oder Schrottkarre? Wir wollen es vom Experten wissen. Was ist das Auto heute überhaupt noch wert? Also der Schritt der Patina ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. Ich habe das mal rausgesucht. Also wir würden mit dem Zustand 3 würden wir so bei 11.200 Euro liegen. Ja, also schon mal gar nicht so niedrig. Und der Zustand 2 wären 16.800 Euro. Das ist auch schon okay. Und man könnte, ich vermute mal so in dem Bereich, dass man sagt so, ja, als Kunstobjekt würde man vielleicht als Marktwert so mit 18.000 Euro vielleicht irgendwo so in diese Richtung gehen. Ob das real ist, das ist immer noch eine Frage der Motivation. Aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, sowas könnte man schon durchaus für solche Kultobjekte, weil das ist ja ein absolutes Szenefahrzeug, auch dort im Kiez, wo das Auto steht und so die ganze Geschichte drumherum, kann man schon so sagen. Fakt ist aber, einen Verkauf wird es so nicht geben. Der Besitzer wünscht sich für die nächsten Jahre nämlich noch viele Fahrten für seinen Kreuzberger Kiezliebling.